Meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Diese Sektion heißt Ich packe aus. Und zwar freue ich mich immer, wenn ich meine Kartenfamilie ein wenig erweitern kann. Und hier packe ich Karten aus. Und zwar ist das heute das Angels of Atlantis Oracle Cards von Stuart Pierce. Und Richard... Oh Gott, ich kann es gar nicht lesen. Crooks. So. Ich habe die gesehen, die haben mich so angestrahlt, dass ich gedacht habe, her damit. Eben kurz gucken, dass wir hier die Folie entfernen. Man sieht ja immer nur einen bestimmten Teil von den Karten im Netz. Und ich habe gesagt, die müssen auf jeden Fall in meine Familie rein. In meine Kartenfamilie. Das ist ein schönes Deck von außen. Relativ dünn im Gegensatz zu anderen Karten. So, hier haben wir ein Büchlein, wo die üblichen Beschreibungen drin stehen, höchstwahrscheinlich. Ne? Wer die Autoren sind, was man mit den Karten anfangen kann, wie viele Karten man benutzen kann in einer Legung. Die werden nämlich, glaube ich, nicht im Vollen ausgelegt. Ich will eben kurz gucken, ob hier drauf steht, wie viele Karten das sind. Vielleicht finden die es vielleicht auch nicht. 44 Karten. Okay. Ja, und hier ist so ein bisschen was, ne, die Beschreibung. Die gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch. Ich bestelle meine Karten meistens auf Englisch. Aber dem soll ja kein Abbruch getan werden. Aufgrund von einer Sprache. Das kann man ja alles irgendwie hinbekommen in der heutigen Zeit. So, das sind die Karten. Ohne Goldrand dieses Mal. Entschuldigung. So, Erzengel Gabriel, Balance. Die sind ein bisschen kosmischer, die Karten. Was ich sehr toll finde. Ich fühle mich jetzt im Kosmos sehr hingezogen. Zu unseren Sternengeschwistern. Ich fand die Illustrationen sehr, sehr ansprechend. Der Erzengel Gabriel mit Benediction. Also, das sind dann Hinweise, dass wir mit diesen Engeln arbeiten sollen, wenn diese Karten fallen. Ja. Der Erzengel Gabriel mit dem Thema Würde. Ein kleines Täubchen oder... Nee, das ist eine Gans, die hier schwebt. Eine kosmische Gans. Ja, ich mag ja auch, wenn Humor mit drin ist. Was auch immer die kosmische Gans bedeutet, aber das werde ich bestimmt rausfinden. Und kann euch dann davon berichten, wenn wir die in Erlegung ziehen. Erzengel Gabriel mit Inspiration. Ist auch sehr schön, ne? Unsere Erde... Und dann eben diese kosmischen Energien. Für die einen kommen Engel in Menschengestalt. Das ist ja sehr ans Christliche angelehnt. Obwohl Engel bzw. diese Energien, weil es sind Energien, die mit verschiedenen Farben kommen, weltweit von Menschen wahrgenommen werden. Und die Christen haben es eben, wie gesagt, für sich dann umgesetzt, dass sie in Menschenform kommen. Hanael mit Courage, also mit Mut. Und nochmal Hanael. Mit Hope, also mit der Hoffnung. Ah, da kommen jetzt wohl wahrscheinlich... Ah, okay. Der kommt jetzt mehrmals hintereinander, sehe ich gerade. Also das sind wahrscheinlich dann immer Themen, die auftauchen, die zusammengehören. Integrität, auch von Hanael, mit der Waage, ja, hier die beiden Waagschalen, Willenskraft, auch von Hanael, ein Blauwal. So,
Engel Jofiel mit Vergebung. Dann haben wir nochmal Jofiel mit der Karte Freude, mit dem Delfin. Freiheit, Liberation, Jofiel. Und dann haben wir noch eine mit Jofiel, die für Meditationen steht. Schön gemacht. Wie gesagt, ich mag halt auch diesen kosmischen Aspekt irgendwie in dem Ganzen. So, dann haben wir Metatron. Das ist auch einer, ich glaube, der höchste Engel. Mit der Karte Weisheit. Immer auch Ägypten wieder mit drin. Weltkugel. Portale. Das sind also Portale, die hier geöffnet werden. Oder mit denen man arbeiten kann. Okay, hier haben wir die göttliche Intelligenz, ne, die auf das Buch der Weisheit niederstrahlt, um Geheimnisse zu offenbaren, ja, um uns zu führen. Und Mercy, das ist auch schön, wie der Segen ausgesprochen wird. Noch eine Karte von Metatron, und zwar haben wir die Karte Wunder, Miracles, mit einem kleinen Baby, wo Hände da drauf dargestellt sind. Und die Geburt ist ja auch ein Wunder. Erzengel Michael mit der Ich Bin Presence, also mit Ich Bin, der Energie des Ich Bin. Es ist sehr powerful, also sehr kraftvoll, mit Ich Bin zu arbeiten. Das ist eine Manifestation. Ja, ich bin glücklich, ich bin schön, ich bin Liebe, ich bin gesund. Erzengel Michael mit der Einhornkarte. Nochmal Michael mit der Geduld. Oh, die finde ich sehr schön hier. Ägyptisch, ne? Die Portalöffnung eben nach oben oder nach unten, je nachdem, von wo aus man das betrachtet. Und Michael kommt auch nochmal mit der Verwandlung, mit der Veränderung. Transmutation. Also die Karten hier sind nicht für alle was, aber ich denke, den einen oder anderen werden sie ansprechen. Cleansing, also die Säuberung von Raphael. Also hier geht es um Gedankensäuberung, um die Säuberung des Körpers. Jetzt nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und man kann, glaube ich, also ziemlich weite Wellen schlagen. Purging. Beziehungsweise Cleansing. Die Kommunion von Raphael. Ist das die Kaaba? Sieht so aus, ja, wie ein Mekka. Ja. Es ist sehr schön, dass hier auch Religionen, beziehungsweise die sich von Religionen angesprochen fühlen, eingebunden werden und das jetzt nicht nur irgendwie auf eine Religion sich festlegt, sondern hier mehrere direkt miteinander verbunden werden. Sind ja alle eins im Endeffekt. Ne? Earth Force, also die Kraft der Erde. Ach, guck mal, wie süß, hier haben wir die Kornkreise. Also hier ist tatsächlich ganz, ganz viel. Bin mal gespannt, was noch kommt. Die Kornkreise in England, die von Außerirdischen geschaffen wurden, so sagt man jedenfalls. Hier haben wir die Empathie, auch von Erzengel Raphael. Ja,
Raziel mit Träumen. Was haben wir denn hier drauf? Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Ach, ein Kind, was schläft und Licht in den Händen hat. So, der Glaube. Auch nochmal Raziel. Ja, der Glaube öffnet Türen und Tore in andere Welten. Intuition. Auch toll, hier das Chakra-Alignment. Ja, wenn die Chakren alle ausgeglichen sind, dann kann man aufsteigen. Da passieren dann einige wundersame Dinge. Retreat. Also sich zurückziehen, sich um sich selbst kümmern, in die Heilung gehen. Ja, auch schön mit den ägyptischen Pharaonen. Das ist ein Tempel. Ich glaube, wo man die Sommer- und Wintersonnenwende sehen kann. Nagelt mich aber nicht drauf fest, ja. Die Zirkel der Planeten. Also unser Sonnensystem, beziehungsweise ja, von Sandalphon. Wie alles miteinander spielt und verbunden ist. Wir haben Evolution. Die Zentralsonne, die strahlt. Also auf die Karten freue ich mich sehr. Intention, die Intention setzen, auch von Sandalphon. Liebe, Sandalphon. Also das wird wahrscheinlich typisch Jesus sein, der kommt über seinen Energiestrahl, um zu heilen. So, dann haben wir Shamael, okay, ich kenne ihn unter Shamuel, aber von mir aus heißt er hier Shamael. Das ist, glaube ich, den Engeln ist das, glaube ich, letzten Endes egal, wie sie genannt werden. Menschen brauchen ja immer etwas nur zum Festhalten, um die Dinge zu umschreiben, damit wir den Ausdruck finden. Und so, hier haben wir die Anfänge, also den Anfang. Vielleicht auch einen Neuanfang. Da läuft eine Lady über den Sand. Ich glaube, das ist Ebbe. Und dann, ja, zu einem Neuanfang hin. Das Taj Mahal. Hoffe ich zumindestens. Auch mit Samuel. Uriel, der Erzengel oder die Erzengelin, das ist ja eigentlich eine weibliche Energie, die hier kommt. Das ist ja nicht nur auf männliche Energien aufgeteilt, wie es im Christentum eben, ne, oft der Fall ist oder fast immer, sondern es gibt ja genauso viele weibliche Energien, sonst wäre das Universum nicht ausgeglichen. Abundance. Mit dem Baum hier. Ein tanzender Derwisch. Bin mir nicht sicher, aber. Es sieht so aus mit Freedom, also der Freiheit. Sehr schön die Karten, echt. Also Freundschaft, Friendship. Der Glaube bzw. das Vertrauen von Uriel. Wir haben einen Berg mit Schnee und. Die Sonne scheint drauf. Also eben auch die, ne, den wahrscheinlich den Glauben oder das Vertrauen da rein, dass irgendwann auch mal wieder Frühling wird. Gerade wenn man in einer eingefrorenen Situation fest ist. Gratitude, Dankbarkeit, Zadkiel. Mit dem Füllhorn, dem kosmischen. Wow.
Ich würde die Karten am liebsten alle auf einmal ziehen. Aber das geht ja nicht. Security, also die Sicherheit. Da Vinci. Die Berührung Gottes, die hier dargestellt ist. Zafkiel. Jetzt kommt ein anderer. Okay, mit Compassion. Ja, hier steht eine Person, die in den Himmel blickt und die Hände geöffnet hat. Und ein bisschen erstaunt aussieht. Ecstasy, also die Ekstase. Das ist hier mit göttlicher Ekstase gemeint. Hier haben wir eine Nonne und ein paar Engel. Auch von Zafkiel. Romance, also die Romanze. Mit Kerzen und Sternen. Und Surrender. Surrender ist ein wichtiges Thema. Das ist nämlich das Loslassen von all dem, was nicht mehr zu uns gehört. Eine Person, die sich hier komplett geöffnet hat, das Herzchakra brennt, sie wird von oben angestrahlt. Ja, man soll sich auch, also die Hingabe Gottes ist das. Oder die Hingabe an Gott. Ja, ich hoffe, die Karten gefallen euch und ihr seid gespannt, was hier demnächst auf dem Kanal kommt, wenn wir anfangen mit den Karten hier zu arbeiten. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und bis ganz bald. Bye bye.